Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Folge Anno 2205 in einer sehr kurzen Aufnahmesession, denn mal wieder, es ist wieder passiert, ich brauche diese Folge heute und zwar in ziemlich genau 2,5 Stunden. Das heißt, ich muss mich ein ganz kleines bisschen beeilen, diese Folge aufzunehmen, sofort in den Render zu schmeißen. Nebenbei läuft auch gerade noch der Render für die heutige Anno Special Folge. Deswegen, leichter Zeitdruck und ich muss mich jetzt mal eben schnell drum kümmern, hier weiterzukommen. Und ich wäre der Karte sehr verbunden, wenn sie nicht nur bei 99% hängen bleibt, sondern jetzt auch weitergeht. Na los, hopp hopp. Na gut, nutze ich die Gelegenheit nochmal eben schnell, um nochmal was zur heutigen Special zu sagen. Da geht's schon weiter. Die Special-Folge von 2070. Jetzt weiß ich auch, wo die Ruckler hier übrigens herkommen, eindeutig. Denn jetzt gerade läuft, wie gesagt, der Render im Hintergrund. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen, warum es ruckelt. Das ist mir sehr bekannt. Erstaunlicherweise läuft es jetzt sogar relativ flüssig gerade. Mal gucken, wie lange. Gut, zur Special-Folge Anno 2070. Diese ist etwas länger als eine normale Anno-Folge und jetzt gerade noch im Render. Das heißt, ich muss mich, etwas überschlagen, um die noch rechtzeitig online zu kriegen. Ich weiß auch nicht genau, ob es funktioniert. Wir werden sehen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wir bauen mal eben die Pumpe aus. Nicht mögen, aber was soll er schon tun? Deswegen bin ich mir nicht sehr sicher, ob ich das heute zum gegebenen Zeitpunkt schaffe, das Ganze online zu bringen. Die anderen Kustodians wollen Siedler in meinen Bereich schicken. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich nehme nur Spezialisten auf. Wir brauchen ein Expertenteam, um das Virus zu bekämpfen. So. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Läuft. Wir legen hier einfach mal alles trocken, aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es heute schaffe, rechtzeitig die Folge online zu bringen. Ich versuche es. Es müsste eigentlich klappen, aber da das Ganze ein bisschen länger dauern wird als geplant, als normale Anno-Folgen, deswegen kann ich da leider gerade keine Garantie für geben. Und müsst euch da ein wenig überraschen lassen. Jetzt haben wir hier einen wunderbaren Bauplatz uns schon mal freigeschaufelt. Das heißt, wir könnten jetzt schon mal anfangen, hier Wolfram abzubauen. Was wir ja sonst irgendwie, soweit ich weiß, nirgendwo können. Also müssen wir das zwangsläufig hier tun. Kobalt können wir uns ja auch schicken lassen im Zweifelsfall. So, bis da? Naja, fast. Hallo? Straße? So. Dann holen wir uns jetzt Wolfram. Jetzt haben wir zu wenig Strom. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir natürlich den entscheidenden Vorteil. Wir haben hier wieder eine Straße. Und das heißt, wir können hier wieder irgendwie so 99, hätte gern 100. Komm, da noch so ein Windkraftwerk hinstellen. Und ich bin, wie mir gerade auffällt, immer noch im rahmenlosen Fenstermodus. Was bedeutet, ich habe leider hier am linken Bildschirmrand keinen wirklichen Rand und kann hier aus dem Monitor einfach rausgehen, während ich an den anderen Rändern hier lustig zoomen kann. Ist wieder ein bisschen blöd, aber muss ich mich jetzt gerade mal mit abfinden. Ich werde das jetzt nicht für diese kurze Aufnahmesession ändern. Das mache ich beim nächsten Mal. Hoffentlich denke ich auch dran. Was brauchten wir noch? Wir brauchten nur Wolfram, um daraus diese Dinger hier herzustellen. Die Nanochips, das können wir dann ja auch schon mal anfangen. Am besten direkt hier vorne, dann haben wir kurze Handelswege, aber das wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass die eigene Transporter haben, die dann da hingehen. Naja, war irgendwie klar. So, Transporter haben wir auch. Jetzt haben wir wieder keinen Strom. Oh Mann, das wird echt ein Dauerproblem werden, denke ich mal. Wir werden dauerhaft zu wenig Strom haben. Na, geh da in die Ecke. So weit wie möglich da oben in die Ecke, damit wir hier halbwegs effizient die ganze Klamotte auch ausnutzen können. Wirklich sehr effizient sind die Windkraftwerke sowieso nicht. Energiebedarf nicht länger deckbar. Kann man die Dinger eigentlich auch ausbauen? Ja, man kann die Dinger ja auch ausbauen. Ach, süß. Habe ich bis jetzt nie ausprobiert. Wie viel mehr Energie bringt das denn? Na, jetzt nicht so viel, ne? 6, 30, naja, also 24 Energie pro Einheit. Das ist jetzt nicht gerade viel. Aber sollte wahrscheinlich ganz praktisch sein, weil wir damit halt... Ups, dann bauen wir das Ding darüber. Weil wir damit halt hier den Radius nicht vergrößern und dennoch mehr Energie kriegen. Das ist natürlich dann schon praktisch. Was natürlich auch logisch ist. Ich kann jetzt hier bis hier vorne ran Windturbinen bauen. Das beeinflusst die Effizienz von dem gar nicht. Aber wenn ich das Ding direkt daneben stelle, dann... Nee, dann ist vorbei. Dann geht das nicht. Muss man nicht so ganz verstehen. Wir brauchen dafür Graphen. Graphen haben wir genug. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal lustig ein bisschen die Windkraftwerke aus, damit wir mal ein bisschen Energiereserve kriegen, weil wir bauen ja hier auch noch Produktion. Das heißt, wir brauchen noch jede Menge Energie. Das ist schon mal klar.
So, jetzt haben wir so knapp 400 Energie in Reserve. Das sollte erstmal reichen. Vielen Dank übrigens nochmal für den Tipp in den Kommentaren oder in einem etwas längeren Kommentar, der unter anderem auch beinhaltete, dass ich die Dinger ausbauen kann. Ich habe es bisher nie ausprobiert, weil ich halt dachte, man kann die Dinger eh nicht näher zusammenstellen, also wäre es weil sie sich dann gegenseitig überlagern und sich gegenseitig den Wind wegnehmen. Wenn ich die jetzt hier ausbauen könnte, dann wäre es ja Quatsch, dann würde ja der Radius theoretisch größer werden. Aber gut, wenn es doch geht, wieder mal ein Plothole quasi gefunden, aber naja. Vorteil für uns, also will ich mich mal nicht beschweren. Hallo? Ich will die nicht durchklickern, ich will wieder auf die Ausgangsposition. Das ging doch irgendwie. Ja, dann drehen wir uns manuell wieder in irgendeine Richtung. Es ist ein schöner Tag. Die Smart-Drohnen brauchen wir immer noch. Haben wir noch irgendwo einen Bauplatz? Da oben haben wir einen. Können wir uns den Kobalt schicken oder tun wir das schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Tun wir das? Kobalt? Ja, wir schicken uns schon Kobalt. Das ist gut. Dann können wir tatsächlich schon anfangen mit der Smart-Drohnen-Produktion. Sofern unsere Energie dafür ausreicht. Die brauchen nur Wolfram. Wie viel haben wir davon? Jetzt 0. Okay. Dann hätte ich gerne mal das Ding ausgebaut. Wenn wir gerade dabei sind, können wir das hier auch gleich ausbauen. Dann hätten wir jetzt plus 5 noch. Dann haben wir jetzt gleich 0. Das Ding ist am Limit. Dann brauchen wir jetzt noch die Kobaltmine? Nein, wir brauchen nur das Teil und das baut direkt aus Nanochips und Kobalt. Okay, perfekt. Das ist ja dann einfach. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Kobalt, als wir im Moment haben, weil das bisschen, was wir haben, das reicht gerade mal für eine Fabrik. Gerade gesehen, das verbraucht direkt 4 Kobalt und das ist dann ja doch ein bisschen viel. Da steht aber auch nicht drauf, was wir mehr Verbrauch haben. Doppelter Verbrauch, doch, da steht's. 100% Verbrauch, 100% Produktionsrate, aber nur 50% Unterhaltskosten. Ist natürlich cool im Vergleich zu Neubauen. Doppelt so viel Material, klar, hätten wir auch bei 2 Fabriken. Doppelt so viel Produktion, dasselbe, hätten wir auch bei 2 Fabriken, aber nur so viel in der Bilanzen wie anderthalb. Lohnt sich also. Nur Kobalt brauchen wir, wie gesagt, noch. Jetzt haben wir zumindest schon mal angefangen. Ja, Smart Drohnen haben wir sogar genug. Es ist ein kleines weißes Paradies. Eine reicht. Die brauchen gar keine. Wir müssen die nur haben. Weil wir produzieren auch nur einen oder mehr. Oh, wie viel produzieren wir? Moment. Wir produzieren 6 und verbrauchen 5. Ah, okay. Habe verstanden. Gut, dann lassen wir die Leute doch mal... Dem Personal geht's gut. Die Symptome wurden nur bei Tieren beobachtet. Aber ich behalte alles im Auge. Das könnte sich jederzeit ändern. So. Das Team konnte erste Proben aus dem Tresor bergen, aber bislang kein Virus finden oder meine Theorie beweisen. Ich brauche eine zweite Meinung zu diesen Tests. Ja, und wen willst du da dann jetzt fragen? Arbeit, aber trotzdem harte Arbeit. Oh Gott. Medibots, Stimulantien, Allwetterpacks, Quantencomputer, die wir noch gar nicht haben und Geheimhaltung. Bravo. Erweitert. Was ist das? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Was macht sie denn? Ach, Gas, Naturgas und das ist ein Kraftwerk. Ah, wir können endlich Energie holen. Wir können uns endlich Energie besorgen. Gut, dass ich gerade die ganzen Windkraftwerke ausgebaut habe. Ist natürlich perfekt. Gibt's mit der Doc-Crew nicht mal was zu tun? Ach, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. So, Feldforscher, wir brauchen gerade mal... Geheimhaltung wollte ich jetzt machen, das geht noch nicht. Baubots haben wir. Dann brauchen wir... Was zum... Wir bauen wieder aus Moos und Wasser Wolle. Na gut. Nicht hinterfragen. Das bauen wir dann mal hier unten. Und das passt natürlich nicht ganz. Wäre auch zu einfach. Ich glaube, so müsste das passen, ne? Ja. Passt auch. So. Moschusochsen müssten das sein. Ja, sind's auch. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Wir haben zu wenig Moos. Ach Gottchen. Wie kriegen wir das jetzt? Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Du hältst dich das immer noch an die Firma. Mit denen hier bauen. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ach da, ja, ich sorry, ich habe gerade wieder rausgeklickt. Energiemangel. Energiemangel, jetzt schon. Na bravo. Wir könnten natürlich, brauchen wir Petros zum Ausbau? Oder was? Jetzt lass mich doch mal da dran. So, brauchen wir dafür Petro? Ja, dann lassen wir das mal erstmal.
möchte dafür nicht unnötig Petrochemikalien verbrauchen. Dann bauen wir jetzt erstmal Energie. Jetzt, wo wir es können. So, bauen wir da so eine Bohrstation hin und produzieren ein bisschen Energie. Kraftwerk direkt davor. Geht das? Passt das? Das passt sogar. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen Energie zumindest. Wie sieht's aus mit Gas? Haben wir noch genug? Das heißt, wir können ausbauen. Wir können hier einfach Einheiten dran stellen. Das doofe Windkraftwerk, was da oben eh nur im Weg steht, verschwindet mal. Es fängt natürlich jetzt auch noch an zu schneien. Weil brauchen wir jetzt unbedingt. Schnee ist ganz wichtig. Shit, jetzt sind wir bei minus 1. Da war ich ein wenig übereifrig. Jetzt sind wir bei plus 1. Okay, das geht. Wir haben 1000 Energieüberschuss. Jetzt können wir erstmal, denke ich, in Ruhe arbeiten. Was zur Hölle ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ach, wir haben zu wenig Moos. Ja. Ich bin ja schon dabei. Hä? Direkt angrenzt? Ah, doch. Geht doch. Oh, jetzt haben wir auch wieder genug Moos. Ohne Moos nichts los. So, jetzt brauchen wir als nächstes was? Ach, Flachsfasern brauchen wir auch noch. Ach so, ja klar, als wenn es nicht reichen würde. Das ist also Intelliware für die Arbeiter der Tundra, sozusagen. So. Ist dann noch die tolle Fabrik dafür. Die können wir mal da so hinstellen und dann gucken wir mal. Plus 1 haben wir schon mal. Das ist doch schön. Da kann man doch schon mal mit arbeiten. Fasern haben wir genug, denke ich mal. Also gucken wir mal, wie weit wir gut kommen. Flachsfasern, wo sind Mose. Die? Da. Bauoptionen erweitert. So, sollte erstmal reichen. Damit haben wir genug davon. Bauoptionen sind erweitert. Was wolltest du von uns? Achso, Allwetterpacks produzieren. Ja, das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch 1500 Forscher. Das sollte auch kein Problem sein. Oh, irgendwas fehlt gerade. Konservennahrung. Na toll. Mach doch mal den Quatsch weg. So, Konservennahrung. Haben wir natürlich keine mehr. Das heißt, wir müssen jetzt... Hallo? So, wir müssen uns jetzt ein paar schicken. Gehen wir mal so hoch auf 30, bestätigen das Ganze auch und gehen dann mal einmal in die Arktis und kümmern uns darum, dass wir mehr Dosennahrung seitdem kriegen. Seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ach, Jorgensen! Ah, seine Stimme alleine geht mir schon auf die Nerven. Oh, wir sind im Minus in der Bilanz, das ist aber blöd. So, ab in die Arktis, weil nur da kann man Fisch produzieren. So, haben wir denn noch Fisch in Reserve? Nicht wirklich. So, deswegen war ich ein bisschen geizig mit Petrochemikalien, weil wir die jetzt gleich wieder brauchen werden. Haben wir noch, da haben wir noch eine Fischfabrik, aber da könnten wir auch noch gut Bevölkerung dran bauen. Hier können wir noch ausbauen. Immer noch minus 5 Fisch, das ist aber Warnung. Blöd. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Quantencomputer, ja, ja. Ach ja, was soll denn da schon passieren? Jetzt haben wir 3 im Plus gerade mal, haben aber zu wenig Fisch wieder. Das ist natürlich doof. Wir könnten hier doch bestimmt noch irgendwo da. Da können wir... Ich will keine Straßen, ich will das Ding ausbauen. Jetzt brauchen wir noch 12 Fisch. Mal gucken, wo kann man denn hier noch Fisch abbauen? Also Fisch fangen, nicht abbauen, ist auch kein... Naja, ihr wisst schon. Aber irgendwie waren wir hier überall schon. Haben wir hier drüben noch einen Bauplatz vielleicht, rein zufällig, irgendwo? Ja, da haben wir noch einen. Da hätte ich dann gerne ein wenig Fisch abgebaut, gefangen, gemacht, getan und so. Wir haben 8, 4... Und keine Petrochemikalien mehr. Nein, verdammter Scheiß. Wir brauchen noch irgendwo einen Küstenbauplatz. Sag mir, wir haben noch einen Küstenbauplatz. Da oben ist noch einer. Wir müssen wieder Missionen machen beim nächsten Mal, auf jeden Fall. Wir haben keine Petros mehr. Das ist irgendwie so ein Dauerproblem. So, jetzt müssten wir wieder genug Fisch haben. Eigentlich bei 0, vermute ich. Ja, Fisch ist bei 0, Dosenfisch bei plus 9. Das sieht doch gut aus. Dann springen wir direkt zurück.
und können hier drüben weitermachen, auch wenn wir ohne Petrochemikalien wahrscheinlich nicht sehr weit kommen werden. Ich will nur gerade keine Aufträge machen. Das muss jetzt gerade echt nicht sein. Na los, lad schneller. Ich weiß, dass mein Rechner gerade leicht gehandicapt ist. Wie gesagt, ein ziemlich langer Render, der jetzt gerade nebenbei laufen muss. Die Audioaufnahme, die Fraps-Aufnahme. Nebenbei dann noch ein Browserfenster offen und das Spiel. Und das frisst halt alles ein bisschen. Aber im Moment sieht es eigentlich gut aus. Rechnerlast ist bei 91%. Grafikkarte bei 40%. Das ist alles noch entspannt, erstaunlicherweise. Das Einzige, was gerade richtig am Anschlag ist, ist mein Arbeitsspeicher. Scheint zumindest so. Obwohl, auch der ist noch nicht am Anschlag. Es geht noch. Ist bei auch knapp 92%. Das ist noch völlig okay. Und trotzdem läuft das Spiel noch bei, naja, knapp 30 FPS. 27 bis 30 schwankend. Das ist okay. Das ist durchaus okay. Kann man mit leben. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ich hätte zwar gerne mindestens 30, bei Shootern zumindest, aber bei sowas hier, da geht auch ein bisschen weniger. Das ist nicht weiter schlimm. Sag ich jetzt einfach mal. Die wollen jetzt aber alle aufsteigen. Das heißt, wir könnten jetzt endlich mal so eine ganze Charge Achtung, von denen aufsteigen lassen. Mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Stimulanzien und Quantencomputer. Ja, kümmern wir uns in der nächsten Folge ja drum, aber nicht jetzt. Jetzt haben wir einen Bot zu wenig. Das macht aber nicht wirklich was. Wir können das hier noch aus... Wir konnten keine Spur des Virus in den neuen Proben nachweisen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben Proben einer wuchernden Moosart gesammelt und ich bin sicher, dass sie aus dem Tresor stammt. Um unsere Beziehung zu festigen, habe ich ein Modul entwickelt, das das exponentielle Wachstum des Mooses ausnutzt. Versuchen Sie es. Was? Was hat sie gerade? Was hat sie entwickelt? Oh Gott, ich will es, glaube ich, gar nicht hinterfragen. Okay. Biokesselmodul West, wie, wo? Ist das das Ding? Das scheint das zu sein. Okay. Das muss man irgendwo hier hinstellen. Hat das einen bestimmten Punkt? Nö, eigentlich nicht. Kann ich irgendwo hinbauen. Da ist ein Stein im Weg, deswegen geht's da nicht. Dann stelle ich das doch hier oben hin. Was ist los? Ach, wir haben zu wenig Logistik. Logistik brauchen wir dann hier oben. Dann stellen wir da mal Logistik hin. Was auch immer das Ding produziert, ich bin mir gerade... Biokatalysatoren. Ach so, ja, toll. Auftrag erfüllt. Auftrag erfüllt. Aber wir müssen es, glaube ich, auch noch erweitern nebenbei. Haben wir genug Edukte? Wir haben zu wenig Moos. Ohne Moos nix los. Das heißt, wir brauchen noch eine Moos-Produktion, weil wir das Ding ja gerade nicht erweitern können, da wir wieder kein Material dafür haben. Keine Petrochemikalien. Jetzt sollten wir wieder genug Moos haben. Das Teil sollen wir erweitern. Das ist natürlich ungünstig, weil erweitern heißt, ich muss die Straße da entsorgen. Wo ich gerade gedachte, das passt wunderbar. Außerdem brauchen wir dafür wieder Petrochemikalien, die wir nicht haben. Aber die Folge ist sowieso fast zu Ende. Das heißt, ich kann mich in der nächsten Folge dann einfach da reinstürzen und loslegen mit einem Auftrag, damit wir wieder Petrochemikalien kriegen und vielleicht auch mal wieder ins Plus rutschen. Das würde so langsam auch nicht schaden. Wir haben schon knapp 100.000 Credits verloren. Das Teil müsste fertig sein. Ist es auch. Haben wir da wieder ein trockenes Gebiet. Das ist doch schön. Dann könnten wir da sogar Kobalt abbauen. Jetzt zumindest mal vorläufig. So, Straße dran. Das ist jetzt einfach nur provisorisch. Hauptsache angeschlossen. Wir haben zu wenig Arbeiter? Was? Das kann nicht sein. Das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Wie geht das? Wie können wir zu wenig Arbeiter haben? So, ich ziehe einfach mal so ganz auf schnell ein paar Häuser hin, damit wir die paar, die uns fehlen, kriegen. Ach, dammit. Hallo? Straße? So. Damit haben wir die paar, die uns fehlen. Damit läuft die Produktion hoffentlich wieder. Und ich kann hier unten einmal nicht ausbauen, weil wir dafür ja wieder Petro brauchen. Naja, das war so klar. Na gut, in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sind hier dann erstmal ganz ordentlich weit gekommen. Das Gebiet ist trockengelegt. Wir haben hier hinten schon angefangen,
Klamotten abzubauen. Unter anderem Wolfram haben wir abgebaut. Wir haben angefangen zu produzieren. Wir haben sogar schon Bots. Wir haben die Kraftwerke erweitert. Also wir haben doch einiges gemacht. Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich schmeiß das hier alles ganz schnell in den Render und sag bis morgen. Ciao, ciao.